Hallo liebe Tabletop-Freunde, ihr seht schon, heute nicht am Maltisch oder am Esstisch mit irgendwelchen Battlegroup-Sachen drauf, sondern wieder auf der Was-War-und-Was-Kommt-Couch. Ich könnte mir so ein Schild drüber machen, die Was-War-Was-Kommt-Couch nehmen. Was-War-Was-Kommt. Es war viel los in den letzten 3 Monaten. Der Knirps ist auch schon fast 3 Monate. Deswegen gibt es auch, wie ihr schon gemerkt, aktuell nicht jede Woche ein Video, sondern wenn es klappt, alle 2 Wochen. Aber das klappt schon so einigermaßen. Was war noch? Ich habe Bolt Action gespielt. Weniger als ich wollte, aber immerhin ein bisschen. Ich habe Battlegroup gespielt. Auch weniger als ich wollte. Aber immerhin, wir haben es wieder gespielt. Ich habe mit dem Marcel Broken Legions ausprobiert. Gut, beide mit Griechen. Wir haben keine von den Missionen gespielt, sondern einfach nur Spielfeld und aufs Maul gehauen, um mal die Regeln, um die ganzen Techniken, um die ganzen Mechaniken zu lernen. Und haben gemerkt, hey, ist ein cooles Spiel. Aber du musst Missionen spielen, Sachen erobern, damit es mehr Spaß macht. Nur Nahkampfinfanterie mitnehmen ist auch ein bisschen langweilig. Und man muss die mythischen Kreaturen mit einbinden. Hatten wir nicht, haben wir nicht gemacht, wir wollten nur schauen, wie es geht. Aber wir haben gemerkt, hey, das Spiel hat Potenzial, das macht Spaß, wir bauen unsere Armeen weiter aus. Ich male jetzt meine Griechen noch fertig an und switch dann aber auf Germanen. Ich möchte gerne eine schöne germanische Truppe haben, die sind irgendwie cool. Und dann spielen wir es wieder. Wir werden es noch ein paar Mal spielen in den nächsten Monaten. Und wenn es da wieder was Neues gibt, erzähle ich es euch wieder. Was war noch? Ja, wenn man überlegt, vielleicht mit Frostgrave anzufangen, weil es ein cooles Spiel mit wenig Figuren ist und mal so richtig Fantasy. Nicht nur so ein bisschen historisch mit Fantasy anleihen, sondern so richtig Fantasy. Ich bin gerade bei mir, das Regelbuch zu holen und vielleicht ein paar Figuren zum Anmalen, mal gucken. Und vielleicht fangen wir mit Frostgrave an. Dazu aber mehr, wenn wir wirklich anfangen, wenn wir mehr Ideen dazu haben. Aktuell auf dem Maltisch stehen neben, wie immer, Bold-Action-Figuren natürlich und ein bisschen Battlegroup-Zeug von den Perrys, meine amerikanische Bürgerkriegs-Artillerie. Da habe ich auch schon ein bisschen Infanterie und ich möchte noch ein bisschen Kavallerie und ich möchte noch mehr Infanterie und noch ganz viel anderes Zeug. Aber nicht unbedingt zum Spielen, sondern einfach nur, weil ich die Figuren geil finde. Sobald ich mal einen schönen amerikanischen Bürgerkriegs-Skirmisher finde, da gibt es wohl einen recht coolen, den man aber so als Print-Ausgabe nicht mehr kriegt. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube, Brother Against Brother oder so ähnlich. Aber zeige ich euch, wenn meine Kanonen fertig sind, zusammen mit Infanterie, dann zeige ich euch mal, wie die aussehen. Ja, sonst habe ich noch ein bisschen Fantasy-Sachen auf dem Maltisch stehen und ein bisschen geruscht, was angemalt werden soll. Da zeige ich euch demnächst mal wieder so einen Überblick, was gerade alles so fertig geworden ist. Ja, dann kommen wir zu dem, was kommt denn in den nächsten Wochen? Es kommt natürlich wieder Battlegroup. Ich meine, Operation Rasputin läuft. Ich habe jetzt entweder mal was an, die ich auch bemalen muss. Ich will ein bisschen mehr Infanterie fertig machen. Meine LKWs fehlen noch. Ich habe noch Infanteriegeschütze da stehen, die bemalt werden wollen. Also es wächst stetig. Und es wird eine ganze Menge Regelbuch-Anschau-Sachen geben. Falls wir Frostgrave spielen, werde ich zu Frostgrave was erzählen. Wir werden einen Armeeaufbau erzählen, der hoffentlich schneller geht als der von unserer Operation Normandie. Die übrigens auch weiterläuft. Also wir sind fleißig am Malen und Bauen. Und ich habe wieder Osprey-Bücher gekauft. Ich kann dem ja immer nie widerstehen. Was haben wir alles? Wir haben, ich muss selber spicken, wie der heißt, Honors of War. Eigentlich ein, habe ich mir aus Versehen gekauft, weil ich dachte, es ist ein Skirmisher im Siebenjährigen Krieg. Aber nein, es ist ein große Armeenspiel im Siebenjährigen Krieg. Was ich ziemlich schnell gemerkt habe, als ich mir, Moment, wo ist das Bild? Da ist nämlich ein sehr nettes Bild drin. Wo man spätestens da merkt man dann, es geht hier nicht um kleine 20 gegen 20 Figuren. Ja, genau. Ihr seht es, wenn es scharf stellt. Ich verstecke kurz mein Gesicht. Ja, jetzt sieht man es. Das sind nicht 20 gegen 20 Figuren, das sind eher 20 gegen 20 Einheiten. Ich lese es mir gerade zur Zeit durch. Es liest sich echt nicht uninteressant. Ob ich es jemals spielen werde, ja, gucken wir mal. Vielleicht in 10 mm. Aber ich finde es aber spannend, mal von den ganzen kleinen Skirmish-Systemen mal sowas anzuschauen. Wenn ich es gelesen habe, gibt es einen Bericht dazu, wie das Ding ist. Dann Skirmish. Napoleon, Skirmish, Chosen Man. Ich lese die Schadbücher auch wieder vom Cornwell. Der beeinflusst mich echt gut, merke ich gerade. Sehr gerne. Ich habe es durchblättert, ich habe es noch nicht ganz gelesen. Sieht sehr interessant aus. Lese ich mir durch. Auch dazu gibt es einen Bericht. Auch dazu habe ich leider schon viel zu viele Ideen, was ich mir für Armeen aufstellen muss. Also so 3 oder 4 verschiedene. Ihr merkt, wir bewegen uns nach vorne in der Geschichte. Also wir waren beim Siebenjährigen Krieg. Wir sind Napoleon. Wir gehen in die Zwischenkriegszeit.
World of Flame ist kein Skirmisher, ist mehr, ja, ein bisschen größer. Ich würde sagen, der geht eher so in die Bold-Action-Größe und ein bisschen drüber. Spielt von 1918 bis 1939, beispielsweise spanischer Bürgerkrieg, aber auch die Nachkriegsunruhen in Deutschland. Da gibt es ganz, ganz viel, der chinesische Krieg, da gibt es massig Zeug. Ich finde die Zeit einfach wahnsinnig spannend. Aber ja, komm, das klingt interessant. Ob wir es jemals spielen, mal gucken. Ich würde mir, glaube ich, gern ein Freikorps zu Zeiten der Revolution in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, aufbauen. Mal gucken. Ich gucke es mir durch. Ich erzähle euch, wie es aussieht, was es alles wahrscheinlich kann. Und dann sehen wir weiter. Ja, und bewegen uns noch ein paar hundert Jahre in die Zukunft. Rogue Stars. Ein Sci-Fi-Skirmisher. Einfach, ich habe noch massig alte 40k-Figuren. Ich habe ein paar neue Sci-Fi-Figuren rumstehen, die ich aus anderen Spielen habe, weil die einfach cool aussehen, aber ich so nicht benutzen kann. Damit kann man alle Figuren benutzen. Man kann sich eine Skirmish-Bande zusammenstellen mit allen möglichen Sachen. Ich habe mir schon mal den Charaktergenerator angeschaut. Da kannst du lauter Kack reinbauen. Also richtig viel. Auch da bin ich am Lesen. Wenn ich einen Überblick habe, gibt es dazu einen Bericht. Dann haben wir 4 Regelwerke zum Angucken. Ja, ich denke mal, das wird auch die nächsten 3 Monate ziemlich viel sein. Ich werde ein bisschen Gelände bauen, Figuren anmalen, ein bisschen Bold Action spielen. Jetzt Anfang Oktober ist wieder mal einen ganzen Tag Bold Action oder Battle Group oder was auch immer Session mit Marcel angesagt. Vielleicht filmen wir da ein bisschen was, mal gucken. Und sonst einfach mal schauen, was die nächsten Wochen so kommt. Wenn ihr Ideen habt, Anregungen zu den Themen, die ich eben durchgeredet habe, Vorschläge, was ich unbedingt mal bauen, zeigen, machen sollte, irgendwelche Fragen habt, unten in die Comments rein. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Ansonsten wisst ihr ja, Däumchen sind unsere Nahrung hier auf YouTube. Würde mich wahnsinnig gut. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eins da lasst. Entschuldigung, es ist schon spät heute. Ansonsten natürlich ein Abo. Ich habe inzwischen über 190 Abonnenten. Bin ich auch sehr, sehr, sehr begeistert. Super, dass ihr euch meine Videos anschaut. Freut mich riesig, wenn man so ein bisschen Rückmeldung kriegt. Das motiviert einen ja auch, was zu machen und was zu zeigen. Selbst wenn man mit dem Kind eigentlich im Stress ist und keine Zeit hat. Das ist trotzdem was, wo ich mir gerne Zeit für euch nehme. Ansonsten noch einen schönen restlichen Tag, einen schönen Morgen, eine schöne Nacht, einen schönen Abend, wann immer ihr es euch anschaut. Viel Spaß beim Würfeln, Malen, Basteln, Zocken, Bierchen mit euren Freunden trinken, was auch immer. Bis zum nächsten Mal, euer Flo. Ciao.